Sag's, oder? Da bitte ich auch schon wieder. Loki ist heiß. Dann fahren wir mal. Weil, wie sagt man? Die steht unter Dampf, ne? Im Fachjargon. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, das ist eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Die Lok ist auch glücklich. Ja, fährt sich gut. Da merkt man jetzt dann die Spielstunden. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo bei 130, 140 Stunden. Und die Strecken dann gleich auf Anhieb schöner. Also wenn ihr mal einen Streckenbauer braucht, ne? Wir könnten auch heute ein bisschen Community-Sachen machen. Also wenn jemand Lust hat, dann könnte man, sobald ich bei der Mine oben bin, kann jemand mit auf den Server. Und dann fahren wir gemeinsam. Nur so als Option. Der Knick da, der ist echt nicht schön. Den werde ich auf alle Fälle rausnehmen. Sehr gut. Dann bleiben wir hier mal stehen. Cool, uns jetzt nicht rausgeschmissen. Die Kurve wird jetzt speziell. Damit ich mir da mal ein bisschen leichter tue, werde ich da schon mal die Bäume entfernen. Boah, jetzt fängt es hier schon beim Bäumefällen an zu lecken. Ein Traum. Okay, also wenn ich die Kurve hier habe, dann ist das Schlimmste vorbei. Aber dann kann ich jetzt hier gerade noch durchziehen. Bis hier hin. Du musst hier weg. Du auch. Okay, was wird denn das hier sein? 20 Grad? Mal schauen, dass wir hier ein bisschen nach außen gehen. Sprich, du kommst hier noch weg, du kommst weg. Und wenn wir hier so den Schwenker an die Wand machen und dann so nach drüben ziehen. Und konstant nach oben. Probieren wir es mal. Steinmauer. Jetzt geht mittig. Ja. Was macht man denn? Machen wir da 4. Mal kurz schauen. Hier könnte es heftig sein. Wobei, wir haben da ein... Vier könnte bis dahin noch gehen, aber dann werden wir ein bisschen steiler werden müssen. Okay. Ungefähr so. Dann die Sperre. Weil wir könnten langsam in die Kurve reingehen. Machen wir mal mit 4. Die Höhe dabei beobachten. 6. 8. 10. 12. Nö. Das muss enger.
Hab ich gesagt, mit 3 gehen wir rauf, oder? Oder 4. Ne, gehen wir mit 3. Okay. Dann machen wir halt gleich hier schon mal mit 11. Ich glaube, wir gehen doch mit 1 noch mehr. Wieder 1 runter. Also, dann war das zuerst 11 und dann 16. Machen wir hier 20. Ah, das geht sich nicht aus. 25. Was ist denn das für Radius? Es hätte mit 11 da am Anfang gar nicht so schlecht ausgeschaut. Gibt's Zonen im Spiel? Nee, stand jetzt noch nicht. Es würde aber gewisse Streckenabschnitte sehr vereinfachen. Also ich werde trotzdem hier nochmal mit 11 reingehen. Und dann jetzt hier minus 20. Schauen wir mit der Höhe aus, okay. Ab da. Ja, 30. Ah, 30 ist heftig. Es geht sich auch nicht aus. Ich glaube, ich werde es ab hier nochmal neu bauen und wir werden mit 4% nach oben gehen. Eventuell muss ich das händisch hier bauen. Ist jetzt schon recht hoch hier, ne? Ich glaube, das ist mir zu hoch. Das ist mal zu hoch. Schauen wir uns aber erstmal die Kurve hier an. Ah, die ist schon heftig. Das ist mal zu heftig. Ich versuche ein bisschen mehr an den Rand zu kommen. Damit ich das ein bisschen entspannen kann. Aber ich werde es, denke ich mal, händisch bauen. Probier's zumindest. Drei.
der Höhe ist noch okay. Können wir mit 1. Wie hoch sind wir? Okay, ungefähr so. Also ich hoffe, es geht hier durch, aber ich denke mal ja. Ah, und hier ist dann Zeit für eine Brücke. Okay, mal abholzen und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, was ich da händisch gebaut habe. Das wird Schienen, also die Gleise verlegen, nicht viel einfacher machen. Ach, mit dem Winkeltool wäre es natürlich schöner gewesen. Okay, aber die Kurve ist jetzt gar nicht mal so doof. Muss ich nur schauen, ob ich dann entsprechend die Reise da legen kann. Das wird jetzt eine Challenge. Abreisen. Ja, das passt. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das jetzt für ein Radius ist. Es wird ja super eng hier. Über 40. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass die Kurve nicht schön geworden ist. Okay, jetzt schauen wir uns mal diese brutale Kurve an. Ja, da hat es jetzt natürlich... Oder ich fahre doch hier so dann sanfter rein. Es ist mega heftig hier. Damit bin ich nicht glücklich. Also mal abgesehen davon, dass ich den Damm nicht so richtig getroffen habe, aber... Ich muss von Anfang an hier so rein und dann rüber.
Na, das ist nix. Also das kann man hier noch lassen, aber das machen wir hier neu. Dass man dann ja ab hier so den Schlenker macht. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Ja, gehört halt super dem Spiel, ne? Immer wieder mal. Warum hast du da snappen wollen? Lieber mal löschen. Sonst wird es ein Spot, wo man hängen bleibt. Hä, wieso will er das snappen? Okay, der Spot könnte noch spannend werden. So, eben hier so rein. Hoffentlich stört uns das Gras später nicht. Dann hier so. Dann da. Dann, dass man es hier so. Treffen. Okay, jetzt schauen wir uns mal das hier an. Ja, ich denke, das ist wesentlich entspannter als vorher. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ich hoffe, es wird zu keinem. Sonst müssen wir da höher werden. Okay. Happy Gleise legen. Soll ich schon mal mit 11 probieren? Ja. Komm, leg's hin. Ich glaube, das könnte jetzt. Ich bleibe da jetzt nochmal bei minus 30. Mal wieder entspannen. Na komm. Ich möchte jetzt bloß nicht aus dem Flow rauskommen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl jetzt.
Also ich ziehe jetzt gerade mal durch, damit die Strecke schon mal gelegt ist, bis zu der Stelle, wo wir da eine Brücke vermutlich bauen müssen. Also das ist vermutlich ziemlich sicher. Aber dann habe ich jetzt hier so einen Flow. Aber da muss ich viel enger werden. Und eventuell den... Ne, ich glaube, das kann ich neu machen hier. Gut. Schauen wir uns mal die Strecke an. Ist ein bisschen unschön hier. Aber ich glaube, die Kurve ist jetzt was geworden. Ja, sie wird halt hier... ein bisschen enger, aber das ist ein bisschen unschön hier. Ja, ich würde mir jetzt mal eine gute 2 geben für diese enge Kurve da. Ja, doch. Oder was meinst du hier? Hat doch eigentlich ganz gut gekriegt jetzt hier. Man könnte jetzt auch hier noch ein bisschen den Schwenker nach links machen. Ja, da werden wir von Anfang an mit einem härteren Radius rein düsen. Dödel. Jetzt bin ich aus dem Baumenü raus. Aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Gehen wir gerade schon mit 16 hier rein. Sich 26 27 26 28 und 30. Na komm, bitte bau. Also ich weiß, ich bin da total scheps, aber ich werde den Damm dann hier gleich anders bauen. Ich würde gerne durchgehend drücken können für solche Richtungsänderungen. Okay, dann schauen wir uns mal die Sauerei an, die ich da gemacht habe. Ja, geht eigentlich. Jetzt müssen wir nämlich nur den Damm hier neu machen, damit das hier optisch auch passt. Okay, dann machen wir jetzt wieder Trick 17. Wir werden hier anfangen, gehen in die Mitte rein. So. Nein, ich will hier nicht snappen. Danke. Ich muss durchschauen, dass ich die Höhe triff. Sieht so aus, als hätte ich es gerade direkt schon so.
That's it. Wünsche, es gibt eine Option, dass du dem Spiel sagen kannst, er soll es lassen mit dem Snappen für einen Moment. Ah, scheiße, jetzt habe ich da auf Snap gedrückt. Ich hoffe, das verursacht mir kein Problem später. Okay, und jetzt hier noch irgendwie so. Ja, dann sieht das ja gar nicht mal so doof aus. Der Baum hier muss noch weg. Ich dachte, du musst weg. Und die Spielerei, die was ich hier gemacht habe, muss auch weg. Perfekt. Gut, dann holen wir uns mal die Eureka und fahren sie hier rauf. Hier wird zwar wieder kalt sein, aber ich hoffe, das Stückchen hier schafft sie auch so. Soll ich die Abkürzung nehmen? Nö, das ist eine doofe Idee. Dann komme ich gerade wieder nicht rauf. Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach volle Pulle. Und dann wird es schon. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, ist auch nicht so schlimm. Aber wir können doch mal trotzdem ein bisschen was reinlegen, auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist. Okay. Volle Pulle. Die fährt eigentlich ganz gut rum. Mein Schlückchen was trinken. Sehr gut. Ja, da wird es dann halt schon eng, ne? Cool. Da hätten wir ja noch weiterfahren können. Sehr zuverlässige Lokomotive. Gibt 5 Sterne im Abholzen. Du. Okay. Jetzt muss ich. Du kommst ja auch mal weg. Wie fahre ich da jetzt am besten? Ich glaube, wir müssen dann da so rein. Macht Sinn, wenn wir hier ein bisschen nach rechts gehen und dann so eine Kurve machen. Ich schaue mir das mal kurz auf der anderen Seite an. Und tu die dann schon mal entfernen. Okay, also wir fahren dann hier rauf. Ich dachte, das war jetzt hier weg. Und fahren dann darüber. Und da drüben eine kleine Kurve. Ich denke, ich mache mal hier mal einen Damm in der Höhe, wie ich hier ankommen will. Ungefähr so. Und dann müssen wir so rüber. Plus, minus. Wir werden hier mal eine Holzbrücke machen. Sind wir schon auf der richtigen Höhe? Das kann es ja fast nicht sein.
Ist das jetzt ein Glückstreffer? Ah ja, Tatsache. Na, ganz ideal ist es nicht. Ah, dann werden wir hier mit einer kleinen Brücke da hinfahren. Ah, eine Brücke, eine Kurve. Mal platzieren. Wie ist das jetzt hier? Hier verwandert so nach oben. Okay. Dann schauen wir, dass wir den Anschluss hier halbwegs sauber hinkriegen. Das heißt, das kommt weg. Recats, könnte sein, dass du hier mal ein bisschen doof da stehst. Das war knapp. Lieber ein Stück nach hinten. Dass ihr gerade noch die Gleise da wegnehmen. Okay. Also, wenn wir hier eine Steinmauer machen. Und zwar so optisch ab da. Wegen der Höhe muss ich jetzt gerade mal gucken, wenn ich jetzt so bleibe. Minus 0,25 nach unten. Ist immer zu tief, oder? Nee. Ja, doch. Okay, dann müssen wir den Part hier ungefähr so. Kriege ich das jetzt abgerissen, ohne dass ich das... Natürlich nicht. Und du musst noch weiter zurück. Das ist jetzt einfach, weil da kann ich hier snappen. Ja, snappen einfach. So. Und dann hier mit der Kurve rüber. Dann machen wir das hier auch noch neu. Ja, nice. So, und ab da, ja, das ist gut geworden. Nehmen wir mal den Kollegen hier und ziehen gerade rüber. Okay. Bin ich zufrieden. Das ist wirklich schön geworden. Und dann werden wir hier den... Ja, der ist auf der richtigen Höhe. Ich werde jetzt gerade mal schauen, ob 3% Steigerung da okay ist. Aber ich denke mal, das passt. Wir könnten auch mit 2 fahren, aber mit 3 haben wir ein bisschen mehr Puffer. Also werde ich mit 3 hier hochfahren. Da sollte ich jetzt wieder mit einem Winkeltool arbeiten können. Das ist jetzt ja nicht so schlimm hier rauf.
mach mal hier, klatsch mal 6. Die Höhe gerade kontrollieren, ja. Höhe kontrollieren, ist noch okay. Wollen wir hier ein kleines Stück gerade machen. Hier kriegen wir Bodenkontakt und dann wieder 2 nach oben. Und gehen da mit einer 11er Kurve rein. Ah, das könnte jetzt zu wenig gewesen sein. Ja, F ist zu wenig. Dann probieren wir es mit 14. Ja, das ist besser. Okay, da werden wir auch wieder mit. Da gehen wir jetzt mit 13 hier so. Okay, nö. Wir müssen hier mehr auf den Rand. Ansonsten müssen wir hier wieder mit einer recht engen Kurve rein. Soll heißen. Eigentlich war das mit 14 da gar nicht so schlecht, aber ich muss sie dann weiterführen. 2 Grad nach oben, ein Stück gerade. Wird ein bisschen knapp am Boden, ne? Und gehen wir hier mit 14 rein. Das geht sich ja wieder nicht aus, ne? 14, 20. Okay, dann werde ich das hier wieder händisch bauen. Ah, der Boden könnte hier wirklich zum Problem werden. Oh, sind wir jetzt endlich da? Ich glaube, das sieht gut aus. Da können wir jetzt mit der Steigung mal hier so bleiben. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind endlich da. Yeah, wir sind da. Okay. Coole Sache. Ach, Balken brauchen die. Oh, nee. Balken und Schienen. Ah, ja, wie krass. Oh, cool, 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 cool. Wir sind da. Interessant. Moment mal. Kohle. Wir können doch hoffentlich
Hier drauf bauen, oder? Ich würde sagen, ja. Ja, aber sieht dann scheiße aus, ne? Also müssen wir höher. Gut, wir sind da hinten eh höher. Da ist nur die Frage, ob das von der Höhe danach passt. Okay. Tut sich da was? Kann man da was anschauen? Oh ja, da tut sich was. Okay. Kippt da oben rein. Und dann hier in das Silo da so rein, denke ich mal. Hey. Tut sich bei der Mauer oder wie? Nein. Hoist Room. SA Mining Code. Da kann man nichts machen. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Kann man hier rauf? Oh ne, da ist irgendeine. Nein! So ist doch gerade geschafft. Na? Ich glaube, hier ist so eine Art Alpha-Wand. Ja, ich komme hier nicht rauf. Schade. Okay, ja, wie krass. Dann wird das von der Höhe hier schon mal nicht reichen. Wenn wir hier schauen, dass wir da ein bisschen höher kommen. Und zwar, ich würde sagen so. Dann ist das jetzt unsere Referenzhöhe für später. Geil, geil, geil. Okay. Ob ich da schon mal... Jetzt muss ich mal kurz gucken, weiche rechts. Wenn ich dann da gut reinkomme... Dann kommt die irgendwo da schon mal an. Okay, dann machen wir das ganze Stück da neu. Ab der Referenzhöhe. Ist es? Ja. Dann haben wir es da hinten gerade schon richtig. Ich denke mal, es sollte hier schon mal reichen und dann können wir dann da nach unten. Okay, cool, cool. Wobei, das haben wir hier auch nochmal neu machen müssen. Sind wir jetzt schon zu niedrig? Um wie viel fehlt es jetzt? Ne, so wird es gerade passen. Cool. Dann können die hier schon mal weg. Und da muss ich mal schauen, die Weiche, die werde ich, oder mal Weiche rechts. Kannst du da weggehen? Danke. Die werden wir erste, glaube ich, hier so platzieren. Ja, ich glaube, das sieht okayisch aus. Ich lasse das mal da.
Ja, cool, cool. Also ich muss sagen, da war die allererste Bergstrecke schwieriger zu bauen als wie die hier. Ach ja. Warum könnte man eigentlich da die Bäume nicht gerade schon verwenden für die Mine? So eine Verschwendung. Ja, weit ist es nicht mehr. Okay, jetzt mal schauen. Ich glaube, ich mache mal 10 Minuten Pause. Mal kurz strecken. Was fuhr denn? Und dann komme ich wieder und dann bauen wir bis nach oben und